Also Simonetta Sommaruga, Bundesrätin, hat mit dem SVP-Nationalrat, sogar mit dem SVP-Nationalratspräsident Albert Rösti, eine Diskussion gehabt. Der Adrian Amstutz, der Erich Hess, sie auch noch dabei gewesen, und sonst noch zwei andere SVP-Nationalräte. Und der Erich Hess hat zum Beispiel gesagt, der Simonetta Sommaruga, dass 25% Ausländeranteil 50% fahren Straftaten machen. Also das bedeutet, dass die Ausländer doppelt so straffällig sind wie die Schweizer. Und ob sie nicht ein Ausländerproblem haben. Und Simonetta Sommaruga hat gesagt, das sei ein Männerproblem. Häusliche Gewalt, also. Dass sie andere Kulturen halt irgendwie die Frauen den Männern unterstellt sind, vor allem bei den Muslimen. Ein richtiger Muslim kommt immer zuerst zu laufen und im Nachhinein, im Schlepptau, kommt nachher seine Frau. Also beim muslimischen Glauben sind die Frauen zweitrangig. Und darum gibt es halt doppelt so viele häusliche Gewaltdelikte bei den Ausländern. Also die Moral von Erich Hess war, 25% von allen Ausländern machen 50% von Straftaten aus, über das Ausländerproblem haben. Und das hat Simonetta Sommaruga verteidigt. Man kann so nicht das Problem anpacken, wenn man in solchen Statistiken die Ausländer anfinden. Aber ich finde, meistens sind die Ausländer auch mit Ausländerinnen verheiratet und kommen irgendwie aus einem Land mit einer Muslimreligion. Und dort bekommt halt die Frau zwischendurch einfach Schläge. Weil das schon im Koran verankert ist, dass man die Frauen so bearbeiten wie Decker. Und dass sie mit gefügig gemacht werden, nötigenfalls auch mit Schlägen. Und bei den Christen und bei den Reformierten ist das halt leider nicht so.